Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Gefeilst und Zugeklebt. Ich bin Martina, unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin aus Weilerswist und ich heiße dich mal wieder herzlich willkommen zum Crafty Tuesday-Beitrag. Ich halte mal was in die Kamera und zwar werden wir eine Verpackung für Geld, also ein Geldgeschenk basteln. ihr könnt auch alternativ Gutscheinkarten da drin verstauen, Bargeld, Münzen könnt ihr sogar auch da reinpacken. Also was ihr wollt. Also es ist so eine richtige Handtasche geworden eigentlich. Die hat halt hier so einen, ich habe sie wieder auf dem Kopf rum. die hat hier den Magnetverschluss. Ja, so machen wir die auf. Kann man aufklappen und dann haben wir hier noch das Fach, ja, da habe ich jetzt Scheine reingesteckt, da kann man aber auch, wie man es klassisch bei der Geldbörse kennt, Münzen reinschmeißen. Hier haben wir Platz für Grußkärtchen oder halt eben Gutscheinkarten, wie ihr das auch immer verpacken wollt. Ne, das habe ich halt mit diesem tollen Männerset, Männersache von Stamping Up gebastelt. Ne, da kam quasi die ganze Produktreihe zum Einsatz. Ja, und das kriegt mein Papili zum Vatertag, weil der ist halt auch begnadeter Camper und naja, sonst hat er halt auch schon alles, was er braucht. Also gibt es so einen Obolus für die Urlaubskasse und das will halt auch alles hübsch verpackt sein. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir im folgenden Video. Deswegen drehe ich jetzt mal die Kamera wieder auf meinen Arbeitstisch und dann könnt ihr mir über die Schulter schauen. Bis gleich! So, jetzt basteln wir das Grundgerüst von der Geschenkverpackung, die Hülle. Dazu benötigen wir, jetzt muss ich noch mal auf meinen Spickzettel schauen, ein Stück Farbkarton, das ist hier bei mir in dem Fall das Terrakotta. In 26 cm an der langen Seite mal 14 cm an der kurzen Seite. Und wir legen uns jetzt die lange Seite in den Papierschneider ein, schieben vor bis auf 13 cm und ziehen eine Falzlinie komplett von oben nach unten durch. So. Dann, was dann? Dann müssen wir an der kurzen Seite anlegen bei 9,5 cm. Da können wir dann auch einmal die Falzlinie komplett durchziehen. Wir nehmen das jetzt raus. Und greifen zur Papierschere und schneiden einmal hier auf der kurzen Seite bis zur Querfalz ein. So, und wenn wir uns das jetzt einmal in der Mitte zusammenlegen, jetzt haben wir hier wie so ein Buch zum Klappen und dann müssen wir hier dieses von der rechten Seite dieses Teil wegschneiden. Ja, ich schneide halt immer auf der Seite, wo ich gefalzt habe. Ja, wir markieren uns also die Seite, die wir wegschneiden wollen, mit Bleistift. So, und ich schneide, wie gesagt, immer auf der Seite, wo ich gefalzt habe. Ja, dann nur schön ordentlich gerade abschneiden. Da habe ich irgendwie nicht richtig sauber geschnitten. So, ja, habe es auch relativ gerade hingekriegt. Ansonsten halt ne, das hier auf der Falzlinie einlegen bei den 9,5 cm. Und einmal hier einschneiden, ne? Bis zur Hälfte. So, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, wir können jetzt uns hier, da
Das wird nachher nach innen geklappt. Das möchte ich noch so ein klein bisschen schräg einschneiden. Und daher markiere ich mir das jetzt bei, was mache ich denn, ein Zentimeterchen oder ein halbes Zentimeterchen? Wie viel schneiden? Nee, ich mache einen Zentimeter. Also ich markiere mir hier oben auf der kurzen Lasche einmal da den Punkt. Und dann muss ich von dieser Markierung hier unten bis in die Ecke einschneiden. Ihr könnt euch das jetzt mit dem Lineal nachziehen. Und dann mit der Papierschere entlang schneiden. Manche können sich das aber auch hier auf der Klingenführung positionieren und dann mit dem Papierschneider schneiden. So. Muss man aber auch genau legen und gucken, dass man halt nur richtig schön gerade schneidet mit dem Papierschneider. Deswegen mache ich hier so kurze Strecken eigentlich gerne mit der Schere. So, was mussten wir denn jetzt an dem Kartönchen noch machen? Was wir hier noch machen können, ist alle Ecken abrunden. Da habe ich halt hier noch diese Trio-Stanze, die gibt es ja leider nicht mehr bei Stamping Up. Vielleicht habt ihr die noch oder von einem anderen Hersteller. Da habe ich das auch ja innen auch so gemacht. Da lege ich das auch doppelt. Das schafft der. So. Und zwar habe ich noch einen Papierabschnitt, auch in Terrakotta. Das ist 13 cm an der langen Seite und 7 cm an der kurzen Seite. Da können wir uns auch einmal die linke obere Ecke abrunden. So, das kommt dann nämlich, und die untere auch. Quasi die ganze linke Seite. So. Und das mit dem DSP, was wir dann da drauf kleben, können wir auch die linken Seiten oder Ecken, nicht Seiten, linken Ecken abrunden. Ja, dann wird das so beklebt. Das können wir schon tun. Ihr müsst euch vorab halt gut überlegen, beim Designerpapier, welches Muster ihr wo haben wollt. Innen, außen, vorne, hinten. So. Das ist das. Genau. Ich würde jetzt hingehen und hier noch ein Millimeterchen kürzen, dass sich die Geldbörse auch schön zusammenfalten lässt. Das wirklich nur mache ich mit dem Hebelschneider so einen ganz kleinen Millimeter. Dann kann ich das nämlich hier links dann echt bündig anlegen. Und ich habe dann hier quasi die Falzlinie wieder freigelegt mit diesem einen Millimeter, damit man das schön geschmeidig zuschlagen kann. So, wir befestigen uns das und das jetzt mit doppelseitigem Klebeband. Verbinden.
verschlampt. Und zwar machen wir hier die Rückseiten halt links und rechts. Damit haben wir dann quasi eine Tasche geschaffen, wo man was reinschieben kann. So, jetzt nehme ich mir hier mein Pixie-Tool. Ich habe noch dieses alte. Ihr könnt das natürlich auch mit der Spitze vom Aufhebhelfer abpiddeln. Diese Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband. So, jetzt nehme ich mir noch mal meine Hülle und schaue halt hier, dass ich das links, ne, hier schön bündig anlege. So. So, dann haben wir hier eine Tasche, da kann man was einstecken. Und jetzt mache ich hier auch noch Klebeband hin. Und dann kann ich das sozusagen zusammenklappen. Ich weiß, das ist Abreißklebeband, das kann man auch so den Finger hinhalten, aber ich bin da total der Monk. Und ich muss das immer mit dem Lineal abreißen. So. Das wäre das. Das haben wir schon mal geschafft. Das war jetzt der einfachste Teil. Der etwas kniffligere Teil wird dann die andere Seite mit der Geldtasche, ne, mit dem Münzfach sein. Da habe ich mir drei Teile Designerpapier zurechtgeschnitten. Jetzt muss ich nochmal meinen Spickzettel holen. Und zwar habe ich ein Stück Designerpapier in 12,5 x 9 cm. Das bleibt so am Stück, das wird nicht mehr gefalzt. Dann zwei Stücke, das ist sozusagen die Rückseite von dem. Das ist in der Länge 18,5 x 8 cm. Damit machen wir erstmal weiter, denn das müssen wir uns an der langen Seite noch in den Papierschneider einlegen und falzen. Einmal bei einem Zentimeter, bei 2 Zentimeter, bei 3 Zentimeter. Dann schieben wir vor auf 15,5 cm, falzen wieder bei 16,5 und bei 17,5. So, dann haben wir noch dieses kleine Stück Designerpapier in 12,5 mal 6. Das müssen wir an der kurzen Seite hier bei einem Zentimeter falzen. Da müsst ihr aufpassen, ne, dass ihr nicht zu dolle Druck ausübt beim Falzen, damit das Papier nicht reißt. Es ist halt Designerpapier, ne? So. Und dann haben wir jetzt ein bisschen Bastelarbeit. Ich hole nochmal diese drei Stücke Designerpapier. So, man sieht es natürlich auf der hellen Seite nicht, aber wir hatten ja hier unten einmal bei einem Zentimeter gefalzt. Das können wir uns schon mal nachziehen. Ja, und zwar können wir dann hier unten schon mal direkt was rausschneiden.
Ich habe, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wir haben ja bei 1, 2 und 3 Zentimeter gefalzt. Dann können wir dann bei 3 cm bis zur Querfalz einschneiden. Und dann schneiden wir hier von an der kurzen Seite auch bis 3 cm ein und haben uns dann hier den Keil rausgeschnitten. Das machen wir auf der rechten Seite auch. Zählen wir von rechts 1, 2, 3 cm und dann hier von links den 1 cm und dann ist der Keil rausgeschnitten. So, und dann bleiben hier diese 3 cm links und rechts übrig und die können wir halt im Ziehharmonika-Prinzip falzen, die Falzlinien nachziehen. Der geht jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung und der findet den Weg wieder zurück. Das machen wir auch hier. Ne, das sind die Berg- und Talfalten. Wir können uns hier unten am Ende noch so ein bisschen schräg einschneiden. So. Und dann müssten wir das hier oben eigentlich auch noch. Da möchte ich aber, weil das die sichtbare Geschichte ist, das eigentlich monkmäßig ziemlich exakt machen. Deswegen lege ich mir das jetzt hier bei, was hatte ich da? Hatte ich da einen halben oder einen ganzen Zentimeter? Ne, bei einem Zentimeter lege ich mir das hier rechts an. Mache mir dann hier, wo die Schneideführung ist, die Klingenführung. Oben und unten bei einem Zentimeter so eine Markierung und dann ziehe ich halt wieder mit dem Bleistift von der Markierung bis da zur letzten Falzlinie mir einen Strich, ja, und diesen Keil schneide ich dann nachher raus. Wir haben hier die dritte Falzlinie. Da ist die Markierung. Dann haben wir das auf der sichtbaren Seite halt wirklich schön gerade gleichmäßig geschnitten. So, ne, das sind die kleinen Keile, die schneiden wir raus. Na, dann haben wir das hier oben etwas mehr schräg. Hier unten können wir auch noch etwas großzügiger den Keil rausschneiden, die Ecken. So, jetzt ist das eigentlich ganz gut so, wie es ist. Und das müssen wir jetzt mit unserem einen großen Bogen Designerpapier verkleben. Den muss ich mir nochmal, wie eben auch, nochmal 1 mm kürzen. Dass der hier passt. Ja, genau. Genau, dann passt der nämlich wirklich exakt hier rein, dieses Stück Designerpapier. Und dann wälze ich auch hier diese Tasche nicht, wenn dieses Innenstück Papier zu lang ist. So, ich verklebe das jetzt ein bisschen komplizierter damit man halt so diese Klebelaschen nachher nicht mehr sieht, wenn dieses Münzfach fertig ist. So, weil wir machen uns jetzt nochmal Klebeband, doppelseitiges Klebeband auf die Klebelaschen hier unten auf die.
Dann ist es auch auf die. Andere Seite noch. So, wo ist mein Pixie-Tool? Mein Pixie, ich habe ihn wieder verbaselt. Aha, ja, bei mir verschwinden immer die Dinge auf dem Schreibtisch. So, und zwar ziehe ich mir das jetzt hier ein bisschen, nur ein bisschen ab, schlag mir das zur Seite weg. So, und jetzt muss ich halt schauen, dass ich es richtig mache. So. Das ist gleich außen sichtbar. Das ist halt das Innenfutter des Münzfachs sozusagen. Dann lege ich mir das so übereinander. Positioniere mir das hier. Jetzt habe ich links festgedrückt. Da ist hier jetzt dieses Zipfelchen. Und dann kann ich das nach rechts wegziehen und gegendrücken. Ja. So. Ich glaube. Jetzt machen wir das hier. Da muss ich die Falten reinlegen. Genau. Schlage ich um, drücke ich hier fest und ziehe mir wieder die Schutzfolie. Dann mache ich das. Hier müssen wir die Falte wieder reinlegen. Das Rückenstück. Die Lasche drauf. Und so. Jetzt haben wir hier diese Klebelaschen, und die sieht man halt nachher nicht, ne? Ihr könnt so schon mal von der Seite gucken, ja? Das ist dieses Münzfach. Und man hätte noch eine Falte mehr machen können, aber dann wird mir das zu dick, das Ganze. Das wollte ich auch nicht. Und wenn wir das dann nachher hier drauflegen, ne, dann sieht man hier keine Klebelaschen und innen auch nicht. Wir müssen das nachher noch abrunden. Jetzt kommt aber noch der Deckel dran. Dafür hatten wir ja hier dieses kleine Stückchen noch in 12,5 mal 6 cm. Haben das ja hier bei 1 cm gefalzt. Das können wir jetzt mal umschlagen, die Falzlinie nachziehen. Dann schneiden wir hier an der Klebelasche auch und die Ecken schön schräg. Ne? Ich halte es mal hier so dran. Ja, so sieht das nachher aus. Und dann haben wir halt unseren Deckel. Und auch da sieht man hier nicht die Klebelasche. Ne? Wenn ich das jetzt oben drauf kleben würde, dann hätte ich halt mein Innenfutter von der Tasche total versaut. Ja, deswegen verdecken wir das, machen wir das ein bisschen komplizierter. Jetzt machen wir hier dann wieder doppelseitiges Klebeband. Wieder hier abknipsen. Dann fissel ich mir hier auch wieder ein Stück weg. Dann muss ich jetzt schauen. Genau, jetzt muss ich mir das mal so rumlegen.
hier schön halt bündig. Dann drücke ich das hier oben wieder fest und ziehe mir meine Lasche weg. Ja, so. Dann haben wir das Münzfach sozusagen fertig, fast fertig. Da müssen wir jetzt noch die Ecken abrunden, hier vom Deckel. So, dann machen wir das Ganze zu, weil ich ja die Außenhülle auch abgerundet habe. Muss ich natürlich jetzt hingehen und hier auch irgendwie abrunden. Sonst kriege ich ja Augenkrebs. Und das, sonst habe ich auch die Abstände nicht. Ich wollte das auch nicht kleiner machen. Dann gefallen mir die Ränder nicht so schön. Deswegen mache ich die jetzt alle rund. Damit es optisch schöner aussieht. Ne? So. Ja. Und dann können wir uns das nämlich, so wie hier das Designerpapier auch, mit diesem halben Zentimeter Rand draufkleben, und wenn man das aufmacht, hat man dann halt wieder eine andere Farbe. Ja, so ist jetzt meine Denke. Ihr könnt das auch mit Farbkarton machen, aber dann wird das ganze Konstrukt halt ein bisschen dicker und das lässt sich dann auch nicht mehr so schön zuschlagen. Dann müsste man hier jetzt noch mal so wie bei einem Buchrücken so ein breiteres Stück machen. Nee, wollte ich nicht. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt können wir dieses Geldfach einkleben. Der Papierschneider kann jetzt, glaube ich, mal weg. Jetzt können wir das einkleben. Da nehme ich mir jetzt meinen guten alten Tombow Flüssigkleber, damit ich da noch schön ruckeln kann. Positionieren kann. So. Und schaue jetzt, dass ich mir das Münzfach mittig schön positioniere. Dass da nichts passiert, ne? Die haben sich ja schon was gedacht, ne? So, und jetzt können wir uns das Paar einfach so runterziehen und ich schaue jetzt mal, wo ich mir den hier hinklebe. Den möchte ich irgendwie hier so drunter haben. Und Moment. So, die blöden Dinger wollten nicht. Also, zwei Magnete. Einer kommt hier oben in den Deckel und der andere verschwindet hier innen. Ja, und ich habe mir ja gedacht, was machen wir jetzt hier so da in die Mitte? So, der kommt jetzt von innen rein. Jetzt ziehe ich mir hier das Klebeding ab und klebe den ungefähr hier innen auf der Rückseite fest, ja. Und dann hole ich mir mein Gegenstück. Wo ist es? Hier oben hatte ich es liegen.
Oh, jetzt ist es an die anderen dran. Ich fasse es nicht. Diese Magnete, ey, ehrlich. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Das war die falsche Seite. So. Da muss man dann nämlich gucken, je nachdem, wie rum man die klebt, dass man die richtige Seite erwischt. So, das positiv und negativ. So, dann ziehen wir hier die Schutzfolie ab. Also die ziehen sich ja halt automatisch übereinander. Dann klappen wir hier unser Papierdeckelchen runter. Und schon, ja, haben wir was. Jetzt ist es natürlich mit Farbkarton der Deckel etwas stabiler. Muss man halt aufpassen. Ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier ein Magnetfach. Jetzt kommen wir an die Außenfassade. Da haben wir folgende Abschnitte: zwei Stücke Designerpapier. Wo ist es? In 12,5 mal 9 cm. Ja. Das einmal so. Da müssen wir uns auch noch die Ecken abrunden. Oh ja, habe ich mich irgendwie verschnitten. Falsche Größe. Wird's gehen? Müssen wir noch mal nachmessen. Was haben wir denn hier? Das sollte sein 9,5. Da darf ich mich doch um 1 cm vermessen. 9. Nee, 9 mal 12,5. So, 9 ist richtig. Und hier hatten wir 8,5, ne? Ach, wie blöd. Dann machen wir, weil ich jetzt nicht mehr so viel Designerpapier habe, 8,5. Dann mache ich das auch auf 8,5. Dann müssen wir die anderen Seiten noch um einen halben Zentimeter kürzen. Da hatten wir 12,5. Jetzt kann ich hier wieder den halben Zentimeter nicht abmessen. Dann müssen wir den auf 12 machen. Dann haben wir so den Abstand wieder gleich. Also, im Original ist das 12,5 mal 9 und wir haben jetzt halt 12 mal 8. Ja, dann habe ich jetzt halt aber einen gleich großen Abstand. Ist jetzt so. Also, dann machen wir in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Die Ecken abrunden. Plumps. So, das ist die Verkleidung. Bevor wir die halt festkleben, müssen wir halt für, ne, die Verschlusslasche, die muss ja auf der Rückseite auch hinterm Designerpapier, diese Klebelasche versteckt werden, und vorne müssen wir auch noch ein Magnet da gegenhalten. Wir machen jetzt als erstes den Rücken mit hier unserer Verschlusslasche. Dieses kleine Zippelchen hat die Länge von 9 cm mal 3,5, wird an der langen Seite gefalzt bei 5 und bei 5,5 cm. Das Designerpapier für den größeren Abschnitt ist halt 4,5 mal 3 cm. Ich mache mir jetzt von dem großen Teil auch noch mal die Ecken schön rund. Bei dem Designerpapier muss ich das auch auf der linken Seite quasi. So, dann klebe ich mir das schon mal drauf.
hoffe, ich bin noch im Bild. Ja, ne? Kamera läuft auch gut. Läuft sie noch? Ja. Ich habe ein neues Stativ. Ich sehe jetzt gar nicht mehr so gut drauf. Also, dann können wir uns auch hier die Falzlinien nachziehen. So, dann habe ich jetzt, das ist die Rückseite. Da muss ich mir das jetzt auch irgendwie hier so mittig positionieren. Ich mache mir hier einen kleinen Bleistiftstrich. Mache hier Flüssigkleber drauf. Und richte das jetzt halt, ne, hier so Pi mal Daumen aus. Klebt das fest. Drückt nochmal gegen. So, und dann kommt hier das Designerpapier drauf. Dann nehmen wir ja die dunkle Seite. Das heißt, Klebemittel kommt auf die helle Seite. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, vor 0 Uhr den Crafty Tuesday Videobeitrag hochzuladen. Das wird hier so eine Last-Minute-Geschichte werden. Ja, mit dem größeren Stückchen Designerpapier sieht das schon cooler aus, ne? Ihr seht das hier. Aber ich hatte jetzt halt nichts mehr. Nicht mehr in der richtigen Größe, weil ich mich eben verschnitten habe. Also das da bleibt übrig. Wenn ich mich nicht doof angestellt hätte, dann hätte ich nochmal, ich glaube, ich habe auch vielleicht eben das Falsche zerschnitten. Ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall hätte ich da noch ein Ersatzstück gehabt, weil das ist im Prinzip alles, was von einem Bogen Designerpapier 12x12 übrig bleibt. So. Na, dann machen wir das nachher so zu. Jetzt müssen wir uns überlegen, die Magnete, 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 wo sind sie? Also, wieder ein paar Magnete. Ziehe ich hier die Klebelasche ab und überlege mir jetzt, ja, da positioniere ich den, drücke den fest, dann ziehe ich hier die Schutzfolie ab, nehme mir die Schlaufe, und drücke den so fest. Und wenn ich das jetzt rumhebe, zack, habe ich den anderen da positioniert. Und dann kann ich jetzt halt auch hier mein Designerpapier drüber kleben. So. Mal gucken. Möglichst in der Mitte. Da habe ich wieder mit Klebemittel gesaut. Da gibt es ja diesen schlauen Klebemittelradierer. So. Jetzt habe ich den Magneten versteckt und der kommt da so drüber. Jetzt machen wir noch ein bisschen Deko. Ne, ich muss das irgendwie noch verstärken hier. Sonst geht mir ja das Ganze,
Designerpapier kaputt. Das ist nicht gut. Und zwar kürze ich mir jetzt, kriegt jetzt einen Deckel in, wie war denn das jetzt? 12,5 mal 6. Da mache ich 12 mal 5. 5, 5, 5, 5. Mal 12. Genau, und dann mal 5. Nee, das muss 4,5 sein. Kommando zurück. 5 ist die ganze Lasche und mit ein bisschen Rand. So. Haben wir mal improvisiert. Genau, Ecken abrunden. Und dann klebe ich das noch drauf. Müll schieben wir zur Seite. Und dann mache ich das einfach so. Ja. So machen wir das, denn das Designerpapier ist sonst durchgelullert, wenn ihr den Magnet da öfter in Anspruch nehmt mit der Klappe. Da hat der Beschenkte dann keine Freude mehr. Wenn das Kläppchen so schnell kaputt geht, ne? So, das gute Kläppchen. So, das ist festgeklebt. Ja, jetzt na, kriegt man es auch nicht kaputt. Sieht eigentlich auch ganz witzig aus. Habe ich wieder was Neues erschaffen. Gut, das Wichtigste ist fertig, das Kerngehäuse. Jetzt machen wir noch ein bisschen Deko. Wir bleiben ja hier bei dem Männerset. Da stanze ich mir jetzt aus einmal dieses rechteckige Etikett. Hätte ich ja mal vorbereiten können. Habe ich aber vergessen. Einmal durch die Stanzmaschine. So, den anderen Schnickel, die hatte ich schon fertig. Da, meine Fähnchen. Das sind die Accessoires, die da reinkommen. So, Espresso. Den Stempel, alles Liebe zum Vatertag. Stempel ich mir da irgendwie so in die Mitte. Dann brauche ich noch den Stempel hier Nummer 1. You are my number one. 1, 2, 3, 4. Farbe schön einziehen lassen. Und da habe ich irgendwo so eine Dreiviertelstanze. Da musste ich mal fremdshoppen gehen. Ich hatte jetzt die lagenweise Kreise nicht greifbar. So. Den Punkt, den positioniere ich mir über dem Magneten. Das mache ich mit Flüssigkleber. Kommt der hier so ein bisschen Augenmaß da drauf. Dann brauche ich Dimensionals. Dann
Dimensionals. So, wie war denn da meine Anordnung? 1, 2, 3. Die müssen wir noch kleben. Also, Flüssigkleber, das war schon wieder zu viel. Nur so ein bisschen. Und dann klebe ich mir die grünen in Seladon unter die in Terrakotta. Und so. Einmal das. Einmal das. Ich lege mir die jetzt hier schon im Abstand hin. Orientiere mich an dem Raster und dann kann ich das nämlich gleich hier so draufkleben. Jetzt kommen 1, 2, 3 Dimensionals da oben drauf, dann ziehe ich mir die Schutzfolie ab und dann so drücke ich das fest. Dann mache ich hier noch was hin und da noch was hin. Dann nehme ich mir hier noch so ein paar kleine Reste, so halbe, die klebe ich mir da noch hin. So, Schutzfolie auch abziehen. Und dann suche ich mir hier ein Eckchen aus. Ein bisschen Flüssigkleber runter. So, dann ist das fertig. So, Müll mal auf Seite. Jetzt hatte ich mir rausgesucht, weil das ist ja für mein Herz allerliebsten Papa, zum Papatag, ja. Der ist ja auch so ein Yachtmensch und ein Camper. Und deswegen kommt da jetzt hier so ein bisschen Gedöns noch dran. Das habe ich mir irgendwie so gedacht. Und der da, der Camper hier und dann noch so ein Bäumchen. Da weiß ich nicht, ob das Bäumchen im Vordergrund. Nee, weil das so filigran ist, klebe ich das lieber fest. Ich habe das Fenster auf, ihr hört jetzt draußen einen Hund bellen und dann war eben das Nachbarskind, hat wieder die Chance ergriffen und ist vorne auf den Fahrersitz geklettert und betätigt die Hupe. Kann die kleine Dame ganz gut. So. Jetzt immer, wenn Papa oder Mama das Auto ausräumt nach dem Einkaufen, da geht die kleine Maus immer die Hupe betätigen. So, einmal das. Der kriegt auch noch Klebepads. Mann, jetzt bin ich doch wieder lang. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre wieder schneller mit dem Video. Gucken wir mal. Also,
das so. Der kommt mit Flüssigkleber drauf. Und der kriegt dann auch ein Dimensional. So. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Der Hirsch muss ja für den Papa sein als Weidmann, ne? So. Und dann kann man halt, wie hier, ne, Geschenkgutscheine reinstecken oder Bargeld. Wir würden sogar 50 Euro passen mindestens rein. Ja, ich denke, ein 100er würde auch reinpassen. Ich habe jetzt zufällig keinen, okay, von der Länge her natürlich nicht, aber von der Höhe. Und je nachdem, wie man die Geldscheine faltet und dann da reinsteckt, kann man sich ja auch ganz lustige Zahlen machen. Ne? Nur noch mal so für die, die gerne witzige Geldgeschenke machen. Ihr könnt dann jetzt irgendwie hier so eine 205 euch falten und so. Naja, gut, ich mache es jetzt einfach hier, der Einfachheit halber, so, ne? Und das so da reinlegen und dann sieht das aus wie 205 Euro, ne? Stimmt natürlich nicht, aber so kann man ja mit echtem Geld spielen und das kann man sich dann jetzt halt hier ins Geldfach reintun. Ihr könnt da aber auch eine Gutscheinkarte oder was reintun. Und hier machen wir jetzt noch, da gab es ja auch in dem Männerset hier, so bei dem Designerpapier ist das drin, ne? So, ja, wie nennen sich die Dinger? Die Rausdruckdinger, vorgefertigte Stanzteile halt, ne? Die sind bedruckt und perforiert, die könnt ihr euch so rausdrücken und da waren dann halt auch hier so Kärtchen dabei und das ist natürlich dann auch schon mal, da schreibe ich gleich drauf einen lieben Gruß für den Papa und dann kann man sich halt auch irgendwie so noch was da rein tun als irgendwie Spickzettel, da noch was Nettes draufstempeln, wenn ihr noch irgendwie einen anderen Spruch nehmen wollt. Ich meine, in dem Stempelset ist ja genug drin. Liebenswerter Kerl. Okay, Geburtstag ist nicht Vatertag. Für den Mann der 1000 Talente, für meinen Helden. Ah ja, viel Glück auf all deinen Wegen. Das würde natürlich halt auch passen. Dann mache ich den vielleicht nochmal irgendwo drauf. Oder, ja gut, ganz egal wohin, Hauptsache zusammen. Gut, ist jetzt für meinen Papa, ne? Wenn es jetzt für meinen Mann wäre, ne, dann wäre das Hauptsache zusammen. Da würde ich das machen, aber jetzt für den Papa halt nicht. Weil die Mama soll ja mit ihm in Urlaub fahren. Also deswegen würde ich mich dann hier für den hier unten entscheiden. Und den da so drauf machen. Ja, und dann habe ich ja neulich schon die Vatertagskarte gebastelt. Die passt dann halt auch dazu, ne? Und ja, ich weiß noch nicht ganz, wie sie final aussehen wird, aber ja, so das schon mal vorab. Und in diesem Zuge möchte ich, ne, ich habe ja das Rad nicht neu erfunden. Ich war ja auf der Suche, ich bin ja immer ehrlich, ich sage das ja. Die Anleitung habe ich so ein bisschen mir stibitzt. Das habe ich nachgemacht. Case the Designer, würden wir ja unter uns Bastlern sagen. Und zwar Janinas Paper Potpourri, glaube ich. So heißt sie. Ja, bei ihr habe ich habe nach Geschenkverpackungen irgendwie gegoogelt und habe die halt gefunden in Geldbörsenformat. Denke ich, oh, wie sieht das? Das sieht ja toll aus. Das ist ja cool. Das sieht maskulin aus. Naja, habe mir ihren tollen Blog aufgerufen und habe das halt eben gesehen. Diese Geldbörse, die hat sie auch irgendwie die Anleitung von wem anders gehabt. Ist ja auch egal. Ich bin aber halt hingegangen. Sie hat das halt so gemacht.
Ich bin dann hingegangen und habe mir hier dieses Geldfach, ne, was man ja eigentlich auf der Geldbörse auf der rechten Seite hat, das habe ich mir dann halt jetzt selbst ausgedacht und das in dahingehend abgeändert, damit es halt nicht eins zu eins identisch ist. Das war halt eben mein Prototyp, dass ich mal weiß, na, wie geht denn das und so. Naja, und dann habe ich das halt einfach ein bisschen abgeändert. Die Maße findet ihr auf meinem Blog. Da könnt ihr euch auch alles runterladen und ja, Skizzen sind dabei, dass ihr halt einfach auch seht, wie das geht, wenn ihr das nachbasteln wollt. Ja, ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wann er zeitlich bei YouTube final hochgeladen sein wird. Es wird wahrscheinlich nach 12 Uhr werden, wie ich YouTube kenne, beim Hochladen. Aber ihr habt es spätestens morgen, also Mittwoch, dann vorliegen. Mein verspäteter Crafty Tuesday-Beitrag. Ja, kommt gut durch die Woche. Ne? Ich hoffe, es bleibt uns ein gewitterfreies, vatertagslanges Wochenende zur Verfügung. Jetzt habe ich wieder Wortfindungsstörung. Naja, ich hoffe, wir kommen alle unbeschadet durch die Woche. Keine großen Unwetter mehr. Habt einen super schönen Vatertag. Genießt die Zeit mit euren Eltern. Und ja, ihr könnt mir gerne noch ein Like hinterlassen oder einen netten Kommentar. Wenn euch meine Karte gefallen hat, da würde ich mich natürlich super drüber freuen. Ihr dürft meinen Kanal abonnieren, oben, ne? Glöckchen und so weiter. Dann kriegt ihr auch direkt eine Meldung, wenn es wieder einen neuen Crafty Tuesday Beitrag von mir gibt. So, jetzt hat die Frau Schmitz wieder genug geschwafelt. Ich entlasse euch bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, bis dahin. Tschüss.